Hallo Freunde, willkommen oder willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video von mir. Heute dreht es sich mal ganz um das Thema Planen, Organisieren und auf Klausuren vorbereiten. Ich werde nämlich immer wieder gefragt, wie ich meine Lernpläne erstelle und generell, wie so die Zeit vor einer Klausur bei mir aussieht. Und das wollte ich heute mal erklären. Das heutige Video ist unterstützt von Dein persönlicher Kalender. Und dort habe ich diesen Kalender auch eigenhändig gestaltet. Ihr könnt nämlich alles an diesen Kalendern selbst gestalten. Das Cover habe ich selbst designt. Ich habe mir eine Collage gemacht mit Fotos, die mich inspirieren und motivieren. Auch das ganze Innenleben habe ich selbst designt, also die Banderole hier oben, sag ich mal, und wie meine Seiten aufgebaut sein sollen. Ich erkläre euch gleich weiteres zu dem Kalender. Ich möchte euch aber auch darauf hinweisen, dass ich in dem heutigen Video einen Kalender verlosen werde und wie ihr den gewinnen könnt, erfahrt ihr dann am Ende des Videos. Um in den Kalender zu schreiben, benutze ich eigentlich immer aus meiner ganz normalen Federmappe meinen Kugelschreiber. Das ist einfach so ein silberner mit Glitzer. Ich finde den super hübsch. So sieht der aus und den mag ich einfach sehr gerne. Der liegt gut in der Hand und mit dem kann ich gut schreiben. Der war auch nicht teuer. Dann benutze ich auch noch zum Colorcoden meine liebsten Mildliner. Das sind die, die ich am meisten benutze. Einmal dieser rote hier und der graue. Dazu erkläre ich euch gleich weiteres. Und dann benutze ich auch noch super viele Sticker. Das hier ist meine Stickertüte. Auf der Seite von deinem persönlichen Kalender könnt ihr euch auch Sticker aussuchen. Das habe ich auch getan. Und zwar einmal diese hier. Es gibt super viele Varianten. Ich habe mich jetzt für diese hier entschieden und ich finde die auch super schön. Zum einen diese hier und das ist noch die Rückseite. Ich habe auch schon einige benutzt, wie man vielleicht erkennt. Und dann noch diese hier. Die klebe ich mir zum Beispiel auch bei meinen To-Do-Listen hin. Es gibt hier auch extra Sticker für To-Do-Listen. Ab und zu benutze ich auch noch Washi-Tape. Das sind jetzt meine liebsten. Einmal diese beiden glitzernden hier. Mein Avocado-Washi-Tape. Was auch sonst. Diese süßen mit den kleinen Herzen. Dann noch diese beiden etwas dünneren. Einmal mit To-Do und einmal mit Herzen. Und zum Schluss noch zwei goldene. Einmal in dick und einmal in dünn. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich meinen Kalender aufgebaut habe. So sieht mein Cover aus. Ich kann euch das auch nochmal ohne die Folie hier drauf zeigen. Entschuldigt bitte das Licht, das spiegelt jetzt extrem. Aber hier seht ihr ein paar Bilder, die ich einfach aus Pinterest ausgesucht habe und die mich dann inspirieren und motivieren. Und die Rückseite habe ich übrigens ganz schlicht grau gehalten. Ich habe einfach einen Grauton aus der Collage genommen. So sind meine Seiten aufgebaut. Ich finde das am schönsten, wenn man diese waagerechten Linien hat und nicht die senkrechten. Hier unten habe ich dann noch meine To-Do-Liste eingefügt, Prüfungen, die ich habe und noch ganz normale Linien, um ein bisschen was aufzuschreiben. So sieht jetzt eine Prüfungsseite bei mir aus, die ich jetzt noch nicht geplant habe. Ihr seht, hier ist meine Deutschklausur in Rot markiert mit dem roten Mildliner, diesem hier. Ich finde, Rot ist eine Signalfarbe, darum finde ich die am besten für Klausuren. Und so ist es dann in Grau markiert, wenn ich zum Beispiel arbeiten muss oder wenn ich Termine habe oder wenn ich was für YouTube produzieren möchte. Und meine Ferien markiere ich dann immer in Gelb. Ihr seht hier jetzt die Herbstferien. Das ist auch ein weiterer Meilenstein. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Ich zeige euch, wie ich alles in meinen Kalender eintrage, nach welchem Schema ich da vorgehe und so weiter. Schritt Nummer 1 ist immer Geburtstage und Feiertage einzutragen. Das heißt, ich nehme mir einfach meinen Stift. Übrigens, wenn ihr den Kalender besonders hübsch halten wollt, dann würde ich euch empfehlen, immer denselben Stift zu verwenden. Dann nehme ich noch mein Handy zur Hand, weil dort die ganzen Geburtstage von meinen Freunden drin stehen. Geburtstage markiere ich immer lila. Das ist auch einer von den Mildlinern. Und so sieht es dann aus. Das ist jetzt zum Beispiel mein 19. Geburtstag. Und dann markiere ich jetzt noch die Geburtstage von meinen Freunden. Die Geburtstage sind jetzt alle eingetragen und jetzt kommen noch Feiertage und Ferien dazu, damit ich auch weiß, wann ich viel Zeit habe und wann ich auch zur Schule muss. Okay, also ich habe jetzt meine Ferien eingetragen und markiert und schaue jetzt mal, ob ich ein paar süße Sticker aufkleben kann. Ich kaufe immer mal wieder welche,
eigentlich meistens irgendwie bei 1-Euro-Shops oder so, weil die echt ganz süße Sticker haben. Zum Beispiel diese hier auch nur für 1 Euro mit den kleinen Pflanzen. Ansonsten liebe ich auch diese hier mit den Buchstaben, die sind so schön. Die sind einfach so glitzernd. Die finde ich auch richtig süß mit den kleinen Bären. Diese Autos habe ich so oft benutzt, als ich noch Fahrstunden gemacht habe. Auch zum Beispiel, um meine Prüfungen zu markieren. Ich weiß leider nicht, wie das an anderen Schulen geregelt wird. Bei uns ist es so, dass die Klausurpläne 1 bis 2 Wochen nach Schulbeginn ausgehangen werden und dann kann die halt jeder einsehen. Das heißt, ich fotografiere die dann meistens ab und trage die Klausurpläne einfach direkt in meinen Kalender ein. Die Termine trage ich auch vor allem in diese Gesamtjahresübersichten ein. Hier das Gelbe seht ihr nochmal, sind meine Ferien, also die Zeiten, wo ich dann lernen kann. Und das Rote sind meine Termine, also zum Beispiel hier Deutsch oder Bio. Ich habe hier auch noch eine Abgabe drin stehen für meine Seminararbeit, für meine dritte mittlerweile und ja, und so weiter. Aber natürlich trage ich diese ganzen Termine auch in meinen normalen Kalender ein. Hier seht ihr eine Übersicht an Terminen, die ich habe, also zum Beispiel hier meine Abgabe meiner Seminararbeit, meine Bio-Klausur, die Kunstklausur und hier oben, das ist noch ein Arzttermin, den ich jetzt einmal eben abgedeckt habe. Außerdem habe ich dann hier unten das Feld für Prüfungen, die trage ich dann auch nochmal ein und dann habe ich wirklich alles handfest und kann immer wieder drauf zurückgreifen. So, und wie ich jetzt meine Klausuren vorbereite bzw. die Zeit davor plane, ist folgendes. Ich habe jetzt mal Geschichte als Beispiel genommen, das ist mein P1-Prüfungsfach und eins von den wirklich umfangreichen Fächern. Geschichte ist einfach wahnsinnig viel auswendig zu lernen, man muss unglaublich viel wissen, man braucht viel Hintergrundwissen und muss viel Zeit einplanen, also ist das Fach, wo ich am meisten Zeit einplane. Legen wir mal los. Ich habe hier jetzt die Wochenübersicht in der Woche von meiner Geschichtsklausur und ja, wie ihr seht, es steht ansonsten nicht viel an. Das ist auch ganz gut, also ich versuche immer mir 2 Tage Auszeit zwischen den Klausuren zu nehmen. Ich nehme mir immer 2 Tage, weil ich 2 Tage brauche, um wieder zu regenerieren, um wieder aufnahmefähig für was anderes zu sein. Dann blätter ich auf jeden Fall mal zurück. Das ist die Woche vor meiner Geschichtsklausur und wie ihr seht, ich habe keine Termine, was total gut ist, weil ich dann nicht in irgendwelchen Stress komme, was zu planen. Die Woche davor schreibe ich eine Klausur, das heißt, ich nehme wieder 2 Tage aus und kann praktisch ab dem 14. anfangen, Geschichte zu lernen. Ich trage das jetzt einfach mal mit Bleistift in den Kalender ein, dass das so der Startschuss praktisch ist. Im Endeffekt kommt es darauf an, was du persönlich für ein Lerntyp bist, ob du lieber ganz viel kurz vor der Klausur lernst. Das ist persönlich nicht so meine Variante. Ich lerne lieber stückweise, jeden Tag 1 Stunde und dann auf einen längeren Zeitraum. Ich würde dann anfangen, mir eine Stoffübersicht zu machen. Das heißt, ich würde das KC zur Hilfe nehmen und dann gucken, welche Themen ich abarbeiten muss und die dann auf die Tage verteilen. Ich glaube, das erklärt sich von selbst. Wie gesagt, das ist auch ganz persönlich, je nachdem, wie ihr das gestalten möchtet, ob ihr eher viel an einem Tag lernen möchtet und dafür dann nur 3 Tage oder ob ihr eher weniger lernen möchtet, aber dafür dann 13. Und dann noch etwas, was ich total wichtig finde, gerade ab der Kursstufe. Ich habe das früher auch schon immer gemacht, aber ich schreibe mir To-Do-Listen den Tag vor der Klausur. Das heißt, den Tag vor der Klausur versuche ich nicht mehr so viel zu lernen. Ich werde jetzt nichts Neues mehr anfangen, höchstens wiederholen. Und ich fange dann an, die Packliste praktisch zu schreiben. Am besten ist es aber, wenn man den Tag vorher wirklich nichts mehr macht. Also, dass ihr wirklich den Kopf ausschaltet und euch eher so ein bisschen runterfahrt. Weil wenn ich kurz vor der Klausur noch versuche, mir irgendwas in den Kopf reinzuprügeln, geht das immer nach hinten los. Was ich aber total gerne den Tag vor der Klausur mache, ist, meine To-Do-Liste abzuarbeiten. Das heißt, ich schreibe mir, was ich einpacken muss, woran ich denken muss, was ich vielleicht noch besorgen muss. Und das arbeite ich dann am liebsten den Abend vorher ab. Dafür nehme ich jetzt hier mein To-Do-List-Washi-Tape und reiße mir einfach ein Stück ab. So sieht es dann aus und dann schreibe ich einfach meine To-Do-Punkte auf. Ich habe jetzt mal beispielsweise ein paar Sachen aufgeschrieben. Einmal ganz oben die Doppelbögen, die brauche ich wirklich immer. Die stehen auch immer auf den To-Do-Listen drauf. Dann habe ich noch Dextro Energy. Manchmal finde ich Traubenzucker einfach ganz hilfreich in der Klausur. Und zum Schluss dann noch meine Klausurfedermappe.
Diese hier ist mir für die Klausur ein bisschen zu groß. Und da habe ich dann immer eine kleinere. Die habt ihr vielleicht auch in meinem Vorabi-Blog gesehen. Und da sind halt automatisch immer alle Sachen drin gepackt. Vielleicht habt ihr auch Interesse an einem Video, in dem ich euch genauer meine Federmappen zeige. Also was in meiner normalen Federmappe immer für jeden Tag mit dabei ist. Und was in der Federmappe für die Klausur dabei ist. Vielleicht interessiert euch das, dann schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Oder gebt dem Video einen Daumen nach oben, dann sehe ich das im Vergleich zu den anderen Videos, wie viel Interesse besteht. Ich kann euch jetzt leider noch nicht genau zeigen, wie ich das einzeln plane mit den Themen, aber ich denke, das ist auch ziemlich selbsterklärend. Die Themenübersichten habe ich jetzt auch noch gar nicht, also wir sind ja noch nicht im November zum Glück. Das heißt, ich werde das dann kurz vorher erst machen. Und für diese Übersichten plane ich auch teilweise den ganzen Tag ein. Vielleicht kann ich euch das auch nochmal zeigen, wenn ich dann wirklich an dem Punkt bin, dass ich das organisieren muss. Kommen wir jetzt mal zu der Verlosung für den Kalender. Und zwar wird das Ganze so ablaufen. Zeitgleich mit diesem Video wird ein Beitrag auf Instagram online kommen. Das heißt, ihr müsst mir sowohl auf YouTube als auch auf Instagram folgen und einfach irgendwas unter diesem Beitrag kommentieren. Unter den Personen, die dann unter diesem Beitrag kommentiert haben, werde ich den Kalender verlosen bzw. einen Gutscheincode. Dieser Gutscheincode hat einen Wert von 43 Euro, sind es, meine ich. Und dann könnt ihr euch euren Kalender ganz persönlich und individuell gestalten. Ihr könnt auch so wie ich zum Beispiel noch Sticker dazu nehmen. Halt alles im Wert von 43 Euro. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Glück und das war es auch schon mit meinem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und dass ich euch helfen konnte. Schaut gerne auf Instagram vorbei. Ich heiße dort Charlina Chantal. Und ansonsten, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch gerne tun und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keins meiner Videos mehr. Ansonsten sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder und bis dahin. Ciao!